Profifußballer wollte er werden. Geworden ist Edite Gesetzesbrecher und Protagonist einer sechsteiligen Podcast-Reihe des SRF. Darin wurde seine Lebensgeschichte akribisch nachrecherchiert, mit den Menschen in seinem Umfeld Kontakt aufgenommen, Interviews geführt, aber in erster Linie durfte Edite selbst zu Wort kommen und aus seinem Leben berichten. All diese Puzzleteile wurden zu einem aufwendigen Feature-Format aufgearbeitet und sowohl als Podcast als auch als Radiosendung ausgestrahlt. In dem nun folgenden Vortrag Edi, Leben am Limit, eine wahre Geschichte neu erzählt, berichtet uns die Redaktionsleiterin selbst über die Arbeit hinter den Kulissen. Sie ist Journalistin, Reporterin und Produzentin beim Schweizer Radio und Fernsehen. Ein herzliches Willkommen für Céline Raval. Guten Morgen allerseits, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich bin in der Programmleitung von Radio SRF, das ist ein Radiosender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz. Ich leite die Hintergrundsendung Inputs, vielleicht dazu noch ein paar Worte, weil ich glaube, das ist noch interessant. Wir produzieren wöchentlich einen etwa 10- bis 20-minütigen Podcast. Der heißt Input Story. Wir erzählen darin eine Geschichte, lebensnah, es ist ein Gesellschaftspodcast. Und dieser Podcast ist der integrale Bestandteil einer Radio-Live-Sendung, die auch wöchentlich, wenige Tage nach der Podcast-Publikation, ausgestrahlt wird. Also wir strahlen den Podcast in der Radiosendung aus, bauen die Radiosendung um den Podcast rum und diskutieren dann auch über die Story im Podcast. Das ist wirklich Podcast first. Und wir können dann auch bereits Hörerfeedbacks auf den Podcast in die Live-Radiosendung einbauen. Aber genug dazu. Ich bin auch leidenschaftliche Podcast-Hörerin und Macherin natürlich. Und im letzten Sommer publizierten wir die SRF-Podcast-Serie Eddie Leben am Limit. Ich gebe euch einen kleinen visuellen Eindruck zuerst. Also das ist jetzt das Video, das wir brauchten, um auf Social Media aufmerksam zu machen, auf die Serie. Wir haben da auch ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben das in diesem Ausmaß vorher eigentlich noch nie gemacht, muss man sagen. Es gab dann natürlich auch Trailer zum Hören, die wir im linearen Programm ausgestrahlt haben, um auf die Serie aufmerksam zu machen. Das klang dann so. Es gibt jetzt auch noch einen kleinen Schweizerdeutschkurs. Vielleicht versteht ihr ein bisschen was. Der ist mir schon geblieben, der Edi. Derek Patienten bleiben einem schon im Gedächtnis. Man muss zurückdenken, was ich alles gemacht habe. Das ist verrückt, oder? So wie er abgestürzt war, ich habe immer gemeint, ich würde ihn nie mehr sehen. Ich habe fast alle Gesetze gebrochen, die man können brechen konnte. Fast alle Drogen ausprobiert, die man ausprobieren kann. Er wäre einer von den Menschen, wo man als hoffnungsloser Fall behalten würde. Ein Mann, ein Leben am Limit. Geprägt von Drogen, Knast und Therapien. Die wahre Geschichte eines Verbrechers, eines Betrügers mit dem Wunsch, Teil der Gesellschaft zu sein. Wie viele Chancen geben Sie, Eddie? Die exklusive sechsteilige Serie zum Hören. Jetzt als Podcast oder auf srf.ch/eddie. Ja, ich glaube, da stellt sich dann auch wirklich die Frage, who the fuck is Eddie? Wussten wir ganz lange auch nicht. Also vielleicht, wie wir überhaupt zu dieser Geschichte gekommen sind. Also wir bekamen den Auftrag vom Schweizer Radio und Fernsehen, dass wir eben diese eine Podcast-Serie machen, eine Geschichte über mehrere Episoden erzählen. Und wir haben uns zuerst gedacht, ja, True Crime, spannend, finden wir irgendeinen großen Betrugsfall, den wir neu aufrollen könnten und erzählen könnten. Haben dann mal verschiedene Anwältinnen und Anwälte kontaktiert und gefragt, sag mal, hättet ihr da was, was jetzt auch noch nicht total ausgeschlachtet wurde von den Medien. Und dann sagte uns irgendwann eine Anwältin, nee, also Betrugsfall nicht, aber ich kenne da einen und seine Lebensgeschichte ist so verrückt, also das konnte ich selber fast nicht glauben. Und ja, das macht uns neugierig. Wir kontaktierten Eddie, wir trafen uns mit ihm und nach dem ersten Treffen wussten wir, diese Geschichte wird unser Podcast. Wir wollten dieses Leben erzählen. Und zwar in einer Form, die es so in der Schweizer Audiowelt noch nicht gegeben hat. Es ist, wie gesagt, eine wahre Geschichte eines Schweizer Kriminellen mit einer ganz bewegten Vergangenheit.
Es ist aber nicht nur eine Geschichte über einen Menschen, sondern es ist auch die Geschichte über den Wandel der Schweizer Drogen- und Resozialisierungspolitik. Also es ist eigentlich so ein Zeitdokument über 60 Jahre. Eddie hat wirklich, ist heute 65 und der hat eigentlich diese ganzen Entwicklungen hat der hautnah miterlebt und war Teil davon. Genau. Und es ist wirklich auch eine Geschichte über die oft nicht so klaren Grenzen von Gut und Böse. Das konnte man ja auch im Trailer ahnen. Also man ist auch immer ein bisschen hin und her gerissen beim Hören. Ja, ist dieser Eddie jetzt, ist der ein Guter oder ist er jetzt ein Böser? Eigentlich ist er kriminell, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Also das ist so eine sehr spannende Persönlichkeit, glaube ich auch. Ich habe euch noch ein Hörbeispiel mitgebracht. Es ist halt wieder diese Musik, die ihr jetzt schon kennt. Aber dann hört ihr wirklich, wie die erste Episode, wie das so klang. Da habt ihr noch einen weiteren Eindruck. Es ist das letzte Hörbeispiel, das ich mitgebracht habe. Profifußballer wollte er werden. Geworden ist er Verbrecher. Ein Verbrecher, der erklären, erzählen will. Du musst das einfach noch so durch den Kopf gehen lassen. Wir rufen ihm an, sagen, hey, wir haben von deiner Geschichte gehört, wir haben von ihrer Geschichte gehört. Und der Eddie sagt, ja, ich mache mit, bin bereit, ich erzähle. Es ist krass, wie offen er redet. Ich meine, und nicht einfach alles. Über seine Biografie allgemein, sondern über seine Verbrechen. Und veröffentlichen seine Verbrechen. Und das sind mega viele. Viel. Ja, also ich meine, es ist ja nicht nur eben ein paar Fußballschuhe, sondern zack, wenige Jahre später ist er mitten in dem Milieu. Klein Eddie. Er wurde größer. 1976 wird Eddie volljährig. Während andere ihre Ausbildung abschließen, landet er das erste Mal im Gefängnis. Dann sind wir reingelaufen, Gefängnis kam, U-Haft und dann geht es dann richtig los. Eddie, der Neue hinter Gittern. Trotz Einzelhaft knüpft er bald erste Kontakte. Ja, beim Spazieren oder man hat damals einen Job. Eddie bekommt die Aufgabe, morgens, mittags und abends das Essen zu verteilen. Eine Arbeit, die das Gefängnispersonal nur den sogenannten harmlosen Gefangenen erlaubte. Weil die haben ja nicht so viel zutraut, oder? Der Gefängnisboden ist karg. Doch Eddie merkt schnell, hier keimt einiges. Gerüchte, Angst, aber auch Karrieren, Träume, Pläne. Genau. Also ihr hört, der Aufbau ist noch speziell, erinnert auch so ein bisschen an ein Hörspiel. Das wollten wir eigentlich auch machen, diese Anmutung, aber halt trotzdem mit einer wahren Geschichte. Also das Storytelling ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben einen Erzähler, der Hochdeutsch spricht. Der hebt sich damit auch von den anderen Stimmen ein bisschen ab und verleiht diese leicht fiktive Anmutung. Also es sind insgesamt drei Ebenen. Die zweite Ebene ist der Protagonist selbst, der ganz viel zu Wort kommt, Eddie, und sein Umfeld. Und der spricht jetzt halt nicht so geschliffen, der spricht einfach, wie er spricht. Sein Umfeld, das sind, also wir haben wirklich stapelweise Gerichtsakten durchkämmt von Eddie, mit natürlich seiner Einwilligung. Wir sprachen mit Verwandten, mit Weggefährten, mit Anwälten, mit Ärzten, wenn sie denn auffindbar waren, denn Eddie ist schon 65 Jahre alt und viele Leute aus seinem Umfeld sind gestorben bereits. Wir fuhren nach Italien und trafen seine Mutter, die laut Eddie schuld an seiner kriminellen Karriere ist. Also wir trafen echte Menschen. Was wir abgeändert haben, sind die Namen. Also Eddie heißt nicht wirklich Eddie und seine Mutter heißt nicht wirklich Emilia, wie sie genannt wird im Podcast. Also das haben wir auch aus Persönlichkeitsschutzgründen, um die Leute ein bisschen zu schützen, in Absprache mit ihnen so geändert. Wir haben die zwei Journalistinnen, die Macherin, die man hört. Ihre Rolle ist es wirklich auch ein bisschen einzuordnen und den Hörer an der Recherche teilhaben zu lassen. Und das war uns wirklich wichtig, dass wir diese Zwischenebene haben. Denn wir wollen ja auch nicht, dass Eddie zum Helden stilisiert wird. Also wir wollen ihn nicht zum Hero machen. Und er hat zwar seine Strafen abgesessen und so, aber es braucht, glaube ich, trotzdem hier noch immer einen Kontext, der diese kriminellen Taten, die er wirklich auch begangen hat, vor allem Einbrüche, einordnen, ja. Genau, 6 Episoden haben wir. Wir haben wirklich versucht, in jeder Episode lernt man so ein bisschen ein anderes Gesicht noch von Eddie kennen, damit der Spannungsbogen über 6 Episoden irgendwie auch verhält.
Und unzählig waren der Schweiß, die Nerven und dann auch die Freundin am Schluss. Es war eine sehr, sehr aufwendige Produktion, man hörte sie auch und es war für uns auch völlig was Neues. Wir haben das noch nie so gemacht und hatten auch ganz viele Learnings, auf die komme ich später noch zu sprechen. Denn der Auftrag, den wir erhalten haben, ursprünglich war der Zeitrahmen, die Serie sollte im August 2018 publiziert werden, das war von Anfang an schon so ein bisschen klar, ist halt dann auch, wenn die halt Ressourcen und Zeit und Geld in dich investieren, dann ist es halt klar, dass die auch irgendwie sagen, ah, wir wollen dann auch irgendwann mal ein Ergebnis sehen und ihr habt jetzt nicht 3 Jahre Zeit, um sowas zu realisieren. Es hieß auch, ja, wir wollen eine Serie, die Leuchtturmcharakter hat. Der Druck war minim. Wir sollten ein eigenes Storytelling entwickeln, die Messung, also man sollte den Erfolg irgendwie messen können. Wir haben das dann über die Downloads und das Tool WebTrack gemacht, das aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist, um Podcast-Zahlen zu messen, aber wir hatten halt auch nicht andere Möglichkeiten. Und was ich ganz wichtig fand, war aber auch die Ansage, wir wollen mit diesem Podcast die Leute in der Schweiz auch ein bisschen motivieren und sensibilisieren, dass sie sich überhaupt mal mit dem Thema Podcast auseinandersetzen und mal schauen, wie finde ich denn eigentlich einen Podcast, wie lade ich mir einen Podcast runter. Ich glaube, in Deutschland ist die Podcast-Landschaft merklich weiterentwickelt als in der Schweiz. Es kommt jetzt auch sehr stark, ich finde es cool, aber viele Leute haben halt noch gar nie einen Podcast gehört und wir wollten mit der Serie auch wirklich versuchen, diese Menschen für dieses Medium irgendwie ihnen Lust darauf zu machen. Ist uns das gelungen, dieser Auftrag zu erfüllen? Ich denke, ja, recht gut, aber natürlich haben auch wir nicht alles richtig gemacht. Hier ein paar Hörerfeedbacks, die ich noch rausgesucht habe. Also wir bekamen viel Lob, das war echt cool. Also das sind wir uns auch nicht nur gewohnt. Beim Radio melden sich viele Leute, die dann vor allem kritisieren und beim Podcast war es wirklich cool. Also da haben Leute geschrieben, hey toll, habe ich so noch nicht gehört und das hat mir gefallen. Also das war schon, hat dann auch ein bisschen entlöhnt für die Anstrengung und es kam natürlich auch Kritik im Rosa, in der Rosa-Sprechblase, eben da wird ein Verbrecher zu einem Star hochgejubelt. Diese Kritik fand ich aber auch, die half uns auch weiter teilweise, um vielleicht für eine nächste Produktion uns weiterzuentwickeln. Ich habe dann versucht, so ein bisschen herauszufinden, was waren denn eigentlich die Erfolgsfaktoren, warum kam diese Serie so raus, wie sie rausgekommen ist. Aus meiner Sicht ist das ein tolles Produkt. Ich denke, einerseits waren wir wirklich mutig, experimentieren war auch ausdrücklich erlaubt, was ich sehr, sehr toll fand. Das ist nicht selbstverständlich in einem öffentlich-rechtlichen Umfeld, muss man sagen, sowohl in Format und auch in Sachen Inhalts. Wir haben eine wahre Geschichte aufgearbeitet, also das ist nicht ein Hörspiel, das irgendwie erfunden wurde. Die Leute kamen selber zu Wort, das glaube ich war auch noch wichtig. Ich glaube auch, dass wir auf das richtige Umfeld gesetzt haben mit True Crime. Es ist zwar jetzt nicht klassisches True Crime, aber es geht halt schon sehr stark in die Richtung. Und ich denke auch, es war wichtig, dass wir wirklich diese Deadline hatten. Denn ganz ehrlich, wir hätten noch 2 Jahre weiter recherchieren und herumschneiden können und irgendwann wussten wir, aber ist dann einfach mal Schluss und dann muss das Ding einfach irgendwie stehen. Ne? Wir haben die Serie wirklich breit beworben, da hatten wir natürlich auch gute Unterstützung von unseren Online-Menschen, von Gestaltung und Marketing. Ich weiß, hat man jetzt als privater Podcaster so nicht, aber es war auch für uns, also wir mussten diese Leute auch kontaktieren und sie irgendwie Leidenschaft bei ihnen entfachen, dass sie dann auch mitmachten bei dieser Bewerbung und das brauchte schon auch einiges an Zeit und gegenseitigem Verständnis. Es war aber auch viel persönlicher Einsatz im Spiel für das Thema irgendwie zu verbreiten. Also ich habe beispielsweise etwa 50 Hochschulen angeschrieben, die irgendwie mit Justiz, Resozialisierungsthemen zu tun haben und ihnen geschrieben, hey, da hat es noch ein paar spannende Sachen drin, die auch für euren Unterricht interessant sein könnten. Hört doch mal rein. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das schlussendlich gebracht hat, aber ich habe das halt trotzdem mal gemacht. Wir haben noch eine Bonus-Episode produziert im Oktober, also 2 Monate nach der Publikation. Das war sicher auch noch ein cleverer Schachzug, würde ich sagen. Und die kam dann auch ganz anders daher als die anderen Episoden. Die war nicht so high-end produziert. Das war einfach nochmal ein Treffen mit Eddie, nochmals ein Gespräch mit ihm. Wir haben ihm Fragen gestellt, die uns, die Hörer, für ihn
gestellt haben. Wir haben Feedback eingebaut. Es hat sich sogar noch eine Frau gemeldet, eine Ex-Frau von Eddie, die wir eigentlich auch einbauen wollten, aber nicht gefunden haben. Und dann hat sie die Serie gehört und hat sich bei uns gemeldet. Also wirklich cool. Die konnten wir dann auch noch mit ihr sprechen in der Bonus-Episode. Wir haben Eddie dann auch ins Radioprogramm zurückgeführt, aber erst so im Dezember jetzt bei SF3, so über die Weihnachtstage, haben wir die Serie komplett ausgestrahlt. Das war sicher auch noch, ja, fand ich auch noch gut, dass wir das gemacht haben. Und eben, ich denke auch, dass wir den Fokus wirklich auch aufs Thema Podcast im Allgemeinen gerichtet haben, war eine richtige Entscheidung. Ja, zu den Downloads, also eben, ich finde immer, die muss man wirklich mit Vorsicht genießen, diese Zahlen. Wir hatten bis Dezember 2018 130.000 Downloads über alle 6 Episoden, also nicht pro Episode. Ja, aber wir wissen natürlich mit den Downloads nicht, wer hat sich jetzt das wirklich angehört und wer hat nur eine Sekunde draufgeklickt. Keine Ahnung, das ist dasselbe Problem, wie wir, glaube ich, alle ein bisschen haben, diese Zahlen irgendwie zu interpretieren, richtig auch. Aber wir wissen, ganz viele Menschen haben sich die Mühe gemacht, den Podcast zu suchen und ihn zu abonnieren, und das war für uns eigentlich schon ganz toll. Noch interessant fand ich die Streamingstunden von 2018 von Spotify. Das ging auf, also in 2018 haben wir wirklich da einen sehr, sehr starken Anstieg. Also das betrifft jetzt alle Angebote von SF, die auf Spotify zu finden sind. Und man sieht da wirklich so im Juli, August, ne, geht das so sehr steil hoch, und das fällt dann aber nicht schnell wieder ab, sondern die Leute bleiben dann irgendwie da und scheinen auch wirklich weiter das unser Podcast-Angebot zu nutzen. Also ich sage jetzt nicht, dass dieser starke Anstieg irgendwie nur wegen Eddie oder so ist, bestimmt nicht, aber es hat bestimmt auch viele Leute so wirklich motiviert, sich mal damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Podcast. Ja, die Learnings, wie gesagt, auch bei uns war natürlich nicht alles perfekt, klappte auch nicht alles auf Anhieb. Wir haben dann schon gemerkt, der Initialaufwand für so eine Serie mit so aufwendigen Recherchen ist einfach sehr, sehr groß. Und ich muss auch sagen, Eddie war ein Glücksfall, dass wir diese Person gefunden haben, dass er auch zugesagt hat, dass er dabei war. Also das darf man sicher auch nicht unterschätzen, aus meiner Sicht. Wir haben auch gelernt, dass sich Arbeitsaufteilungen lohnen, wenn man mehrere Menschen an einem Podcast arbeiten, ist es wirklich gut, auch ein bisschen festzulegen, wer macht eigentlich was. Weil es gibt immer wieder Uneinigkeiten und nein, machen wir es doch so. Und irgendwie müssen dann auch die Arbeitsteilungen eingehalten werden, damit man irgendwann mal zum Ende kommt. Frühzeitig Schnittstellenverantwortliche bestimmen, da waren wir auch ein bisschen zu spät teilweise, aber wir haben irgendwann dann gemerkt, ach so, es wäre noch gut, wenn wir ein bisschen Unterstützung vom Layout hätten, und die haben dann gesagt, ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon ausgebucht und so, aber es hat dann alles geklappt, aber das ist einfach auch was wir gemerkt haben, man muss die Leute früh genug ins Boot holen, und zwar nicht ganze Abteilungen, sondern Einzelpersonen, die sich auch für diese Serie, für den Inhalt begeistern können, eine Leidenschaft dafür haben und sich dann auch verantwortlich fühlen. Und das hilft wirklich sehr. Technische Bedürfnisse war bei uns auch was. Das Schnittprogramm, mit dem wir üblicherweise bei SF arbeiten, beim Radio, wir haben irgendwann gemerkt, das stößt bei so vielen Stunden Material und bei einer mehrteiligen Episode, bei der Produktion einer mehrteiligen Episode, total an Grenzen. Das geht nicht. Wir haben dann eine Alternative gesucht, die war auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber es ging dann irgendwie. Aber solche Sachen haben wir jetzt, wo es um die Fortsetzung geht, wirklich schon früher abgeklärt. Den Aufwand einer Bonus-Episode, das hat wirklich die Serie dann auch nochmal gepusht. 2 Monate später, die werden wir auch dieses Mal wieder von vornherein einplanen, haben wir nicht gemacht beim letzten Mal. Und ja, die offene Frage ist, wie wollen wir den Erfolg messen? Wirklich schwierig, keine Ahnung. Wir arbeiten intern im Moment an der Währung, um die Produkte miteinander zu vergleichen. Diese Währung muss sich aber auch erstmal etablieren und die muss man allen erklären. Und ja, ich finde einfach, nur die Downloads anzuschauen, ich persönlich finde das extrem unbefriedigend. Die Social-Media-Vermarktung war natürlich auch wichtig, für die Serie irgendwie unter die Leute zu bringen. Und interessanterweise performte das Audiogramm zum Beispiel auf Facebook besser als das Video. Also das fand ich persönlich jetzt noch erstaunlich. Natürlich war es ein gut gemachtes Audiogramm, aber ja, Videos, man sagt normalerweise immer, Videos performen besser, war jetzt in diesem Fall nicht so.
Wie weiter? Ja, wir sind aktuell an einer neuen Podcast-Serie. Wir werden den Brands Leben am Limit weiter nutzen. Auf die Geschichte kamen wir durch Eddie. Also Eddie selbst hat uns auf eine neue Geschichte gebracht, die wir jetzt im Moment aufarbeiten. Es wird wieder im Umfeld True Crime sein. Wir planen so 4 bis 6 Episoden. Wir wollen uns da nicht schon zu früh festlegen. Wir wollen jetzt das Storytelling nicht ganz neu erfinden, aber natürlich sind wir auch offen, das ein bisschen der Geschichte dann auch anzupassen. Und ja, die Serie wird im Juni 2019 publiziert werden. Genau, und ich bin schon gespannt, wie die Serie ankommt. Ja, wie finde ich Eddie? Wenn ihr die Serie noch nachhören wollt, ihr findet sie auf iTunes, Spotify, Deezer. Und wir haben auch eine eigene Homepage, noch mit Hintergrundartikeln und weiteren Sendungen zum Thema, auch mit einer Feedbackbox, srf.ch/eddie. Ja, das wäre es gewesen. Baue immer ein GIF ein in deine Präsentation. Habe ich mal geraten bekommen. Habe ich jetzt am Schluss noch gemacht. Ja, sind vielleicht noch Fragen? Ich wollte wissen, ob, wenn du sagst, in der Schweiz gibt es noch gar nicht so eine große Podcast-Szene, ob ihr theoretisch irgendwie den ganzen deutschsprachigen Raum mit angesprochen habt und in dem Zusammenhang, wie ihr darüber nachgedacht habt. Ihr habt ja so eine Mischung aus Hochdeutsch, bisschen Schweizerisch und sehr stark im Schweizerisch gewählt. Ob ihr euch da auch irgendwie Gedanken gemacht habt, vielleicht über Transkripte oder sowas. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, ah, jetzt Untertitel im Podcast wäre irgendwie praktisch. Ja, ja, wäre sehr, sehr spannend natürlich, aber haben wir im Moment wirklich die Ressourcen nicht dazu. Es ist eh schon ein bisschen knapp, wir müssen auch wieder so, ja, das sehr gut einteilen. Ja, aber der hochdeutsche Sprecher, wir haben natürlich schon ein bisschen gedacht, hat natürlich schon den Vorteil, dass vielleicht auch die eine oder andere hochdeutsch sprechende Person sich das auch ein bisschen anhört. Aber in erster Linie war die Überlegung dahinter wirklich, dass sich dieser Erzähler wirklich auch abheben soll von den anderen Stimmen. Und zweitens war es so tatsächlich auch den Umständen geschuldet, dass wir 2 Journalistinnen haben, die zusammen an diesem Skript schrieben. Und die haben durch dieses Hochdeutsche beim Erzähler, also der Erzähler war ja logischerweise geskriptet, ne? Es war ein Drehbuch, die fanden so wie eine gemeinsame Sprache. Also ich weiß auch von den beiden, wenn man die jetzt fragt, du, die erste Episode, Teil 1, wer hat denn eigentlich geschrieben von euch beiden? Die sagen, keine Ahnung. Die waren so miteinander irgendwie verschmolzen und haben über diese hochdeutsche Sprache irgendwie so zusammen den gleichen Flow gefunden, dass das irgendwie Hand in Hand ging. Und das war schon eine Erleichterung beim Hochdeutsch, weil Schweizerdeutsch ist ja auch sehr, sehr individuelle Geschichte immer und Dialekte und so sind ganz unterschiedlich. Ja. Ich habe eine Frage, wie groß war euer Team? Also wie viele Leute haben an dem Podcast gearbeitet? Genau, also es waren die 2 Journalistinnen, die auch in der Podcast-Serie zu hören sind. Sie haben wirklich alles recherchiert, aufgearbeitet und so weiter. Wir hatten eine Fürsprecherin ganz oben in der Programmleitung, die eigentlich die Podcast-Serie wirklich auch durchgeboxt hat und gesagt hat, hey Leute, kommt, wir müssen jetzt mal ein bisschen auch vorangehen. Als öffentlich-rechtlicher Sender müssen wir da auch mal ein Statement setzen in der Podcast-Welt. Und dann war noch ich. Ich war so ein bisschen das Mädchen für alles. Ich war Schnittstelle für andere. Ich habe so ein bisschen die Fäden zusammengehalten, habe die Episoden dann auch abgenommen, war so ein bisschen Ping-Pong-Partner für Austauschgespräche. Habe mich um die Distribution gekümmert, also habe auch mal ein Interview geführt, weil die anderen beiden wirklich total ausgelastet waren. Also genau, also zu viert insgesamt. Und 2 Personen haben wirklich die Hauptarbeit gemacht daran. Eine Frage noch von mir. Hier stehe ich. Du hast gesagt, du bist mit Downloadzahlen in den Analytics unzufrieden und ihr habt eine Währung, ihr seid daran, ja, eine Währung zusammenzubauen. Also ihr mischt dann irgendwie Reaktionen und Likes und, ja, Twitter-Reaktionen zusammen oder wie baut ihr? Also nicht Reaktionen. Es ist wirklich eine Währung, die entwickelt wird von unserer Marktforschungsabteilung im Moment. Es geht mehr darum, dass man die gehörte Zeit irgendwie Streaming-Hours nimmt und dann einen Durchschnitt berechnet und dann so wie eine neue Zahl hat, um einzelne Podcasts
jetzt in-house miteinander zu vergleichen, weil wir haben halt Nachrichtenpodcasts, die täglich erscheinen, die natürlich sehr hohe Downloadzahlen haben. Wir haben andere, die einmal im Monat vielleicht erscheinen, die dann ganz andere, das kann man nicht miteinander vergleichen. Und man will diese Währung entwickeln, um die irgendwie miteinander vergleichen zu können. Ich kann jetzt die genaue Berechnung nicht sagen. Und wie gesagt, so eine neue Währung muss ich auch in-house erstmal etablieren. Also die ist noch überhaupt nicht... Das sind halt dann nicht 130.000, das ist viel, viel ein tieferer Wert, weil er einfach komplett anders berechnet wird. Aber da sind wir dran. Hat es eigentlich Überlegungen abseits von True Crime bei der Themenfindung gegeben? Weil True Crime jetzt ein sehr verbreitetes Thema absolut, ist. Absolut, absolut. Und verspricht natürlich auch einen Erfolg, scheint die Leute wirklich auch anzusprechen. Das weiß man ja erfahrungsgemäß, begonnen bei Serial. Es gab wirklich auch Überlegungen abseits von True Crime. Uns reizte dann das Thema True Crime aber irgendwie doch am meisten, weil wir auch gesehen haben, spezifisch für die Schweiz gibt es jetzt das noch nicht. Weil wir produzieren beispielsweise bei Schweizer Radio auch einen Politik-Podcast, der heißt einfach Politik. Also das gab es schon, da müssen wir nicht noch einen zweiten machen dazu. Und Gesellschaft, habe ich wie am Anfang gesagt, da machen wir Input. Das ist auch ein Podcast, der gesellschaftliche Themen abdeckt, haben wir auch schon. Und wir fanden halt auch, True Crime ist auch ideal, um so eine abgeschlossene Serie zu erzählen, mit einem Anfang und einem Ende, und die sich dann über 6 Episoden entwickelt, bietet sich halt True Crime schon ziemlich an, finde ich. Aber es war nicht ausgeschlossen, dass wir was anderes machen. Irgendwie sprangen wir aber dann alle irgendwie auf diese eine Geschichte an und ja. Ja, dann habe ich noch eine Frage, warum nur 6 Episoden? Wir haben das gestern schon mal gehört bei dem Podcast über Müllvermeidung, da sind es am Ende auch 6 geworden. Ja. Warum nur 6? So ein Leben hat doch Stoff für mehr. Also nur 6. Ja, ja, also wir haben das nicht von vornherein festgelegt. Also es hieß nicht, macht eine 6-teilige Episode. Es hieß wirklich von Anfang an, ja, schauen wir mal, wie die werden, auch wie lange die zeitlich sind. Warum es genau 6 geworden sind, keine Ahnung. Also irgendwie war die Geschichte dann auch mal zu Ende erzählt und die Macherinnen haben sich wirklich sehr auch von den eben von den Facetten von Eddie auch leiten lassen und gesagt, diese Facette Episode 1, dieses Gesicht, diese Geschichte Episode 2, und das waren dann einfach 6 Episoden. Aber es war von vornherein klar, dass es eine abgeschlossene Serie sein sollte. Also das war klar, seine Geschichte. Gut, danke.